herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute was ein bisschen Spezielleres, nicht unbedingt zu unserem Aquascape oder um Aquascaping, sondern um kleine DIY-Tricks rund um das Aquascaping, womit wir Aquascaper unsere Langeweile vertreiben können. Ich fange mal an mit dem Wabikusa. Das Wabikusa sollte eigentlich jeder kennen, der da ein bisschen drin ist. Gibt es unzählige Videos. Ist eigentlich mit das Einfachste. Man hat einen Glaspott oder irgendein Schälchen. Da kommt dann Soil rein oder eben Bodengrund. Und Pflanzen oder Schnitt, was man eben geschnitten hat oder was man über hat. Vielleicht noch ein bisschen Hardscape und das pflanzt man dann ein. So, dass es eben aber Emias wächst. Also man macht da kein Wasser rein und muss das eben nur besprühen. Man deckt das die ersten paar Wochen immer mit einer Folie ab. Und das Wasser sollte halt eben nur so im Bodengrund stehen, also so, dass man es gerade nicht mehr sieht. Und das sollte man dann immer besprühen. Das ist ganz spannend. Da kann man auch mal sehen, wie die Pflanzen Emias wachsen. Und ist auch ein schöner Fensterbankschmuck. Ja, dann kann man noch ein sogenanntes Mini-Paludarium machen. Also wer nicht weiß, was ein Paludarium ist. Ein Paludarium ist ein Aquarium, ein kleines Aquarium, was ein Überwasserteil hat. Beziehungsweise ein Terrarium mit einem Unterwasserteil, je nachdem, wie man das sehen will. Aber man hat eben beide Seiten vereint. Und es wirkt sehr natürlich. Da gibt es fertige Sets wie das von Dua, die Terra Base. Oder man macht sich das irgendwie ein bisschen selber, muss dann ein bisschen basteln. Oder Dua hat dann auch einfach das einzelne Becken oder so. Dann gibt es auch so eine Wabikusa Wall oder so. Also das ist jetzt auch wieder voll im Trend. Das kommt jetzt langsam. Und das ist wirklich eine schöne Idee. Aber ich meine jetzt, wie ihr schon gehört habt, ein Mini Paludarium, also dass man wirklich eine kleine, ich kann euch das mal zeigen, was ich da stehen habe, so eine kleine Glasschüssel, so ein kleines Schälchen da wirklich nur habt und da eben, keine Ahnung, was ein Ableger von irgendeiner Pflanze reinlegt. Ich empfehle euch natürlich was Einfacheres. Setzt ihr dann da rein und dann macht ihr das halt voll und dann nehmt ihr Hardscape, was dann halt so schön rausguckt und das könnt ihr dann vielleicht ja auch noch so mit einem Moos oder so bepflanzen, dass es natürlich nicht ganz trocken ist, so dass ihr es auch immer besprühen müsst natürlich. Aber das wäre dann echt eine schöne Idee. Sieht auch sehr, sehr schön aus, sehr natürlich. Und dann kann man, wie gesagt, auch mal Pflanzen sehen, wie die harmonieren, eben Emias und Submeers. Dann was ganz Neues bei mir, ein Mini-Pondscape. Ich bin mittlerweile nicht mehr so sicher, ob man das überhaupt Pondscape nennen kann. Ich nenne es jetzt einfach Mini-Pondscape, weil mir ehrlich gesagt kein anderer Name einfällt. Das steht bei mir da auf dem Balkon. Und das besteht eben aus zwei größeren Gefäßen, einem längeren, tieferen. Und da ist eben Wasser drin und eine Teichpflanze. Dann habe ich da ein bisschen diesen Dennerle-Kies, dann Ryuxingo da, den ich auch in dem Aquas, in dem 28er Blau vorne drin habe. Diesen rötlichen Kies da, also wirklich diese ganz groben kleinen Steinchen, habe ich dann da drin. Und eine kleine Teichpflanze, was sich als Eleocharis rausgestellt hat, das wusste ich aber gar nicht. Halt als Emers-Variante mit so kleinen Blütenpollen da oben dran, sieht sehr schön aus. Und dahinter steht eben schmalerer, aber höherer Kasten. Da ist ganz normale Blumenerde drin und da habe ich ein bisschen Grünlilien hier gepflanzt und also Ableger hier, die ich hier überall im Haus habe und eben eine kleine, ich kenne mich jetzt damit nicht so aus, aber so eine kleine rankende Pflanze, so ein bisschen wie so Mini-Efeu sieht das aus und die rankt da eben schön rein. Ist also auch eine schöne Idee. Ja, und als letztes, meine letzte kleine Idee ist, dass man Pflanzen züchten kann. Ob das jetzt eben Emerse oder Submerse Pflanzen sind, also ob man jetzt einfach eine Badezimmerpflanze irgendwie nimmt und die versucht irgendwie zu züchten oder eben sich einen Bussophilandra Ableger nimmt, habe ich beide schon gemacht. Ist beides sehr schön bei einer Unterwasserpflanze, also wie der Bussophilandra ist es dann etwas komplizierter. Und mein letzter Tipp für euch, was ihr machen könnt, wenn ihr Langeweile habt, ist einfach mal Pflanzen züchten oder Forschung über Pflanzen betreiben, wie ich mit meiner Grünlilie da. Ich bin mir nicht sicher, ob das Grünlilie ist. Ehrlich gesagt bin ich auch zu faul, das zu googeln. Kann ich jetzt aber demnächst mal machen. Aber ich habe überlegt, wie die wachsen kann. Habe ich ausprobiert. Habe die in Erde gesetzt, habe die halb in Wasser, habe die komplett in Wasser gesetzt. Und dann hatte ich Informationen über diese Pflanze. Und dann wusste ich auch, wofür ich die verwenden kann. Zum Beispiel mein Pondscape eben in der Erde und im Wasser. Und ja, das macht wirklich sehr Spaß. Da kann man wirklich Bussophilandras züchten zum Teil oder andere Pflanzen. Aber wenn man, wie gesagt, Submersepflanzen züchtet, ist das doch ein bisschen größerer Aufwand, weil man dann eben eine starke Lampe braucht. Gut, ich habe hier meine Twinster 310 noch liegen, aber dann bräuchte man noch CO2 je nach Pflanze und ein Filter oder sowas eben und Düngung. Und das ist viel zu viel Aufwand für mal eben ein bisschen Spaß.
So, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Wenn noch nicht geschehen, abonniere mich doch auf YouTube und lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast oder irgendwas anderes, ab damit in die Kommentare. Und wenn noch nicht geschehen, abonniere mich doch auf Instagram. Dort findest du das gleiche wie hier, nur eben in Bild- und Kurzvideoformat. Und du wirst dann mehr auf dem laufenden Stand gehalten, da ein Instagram-Beitrag einfach schneller zu fertigen ist als ein YouTube-Video mit Film, Schneiden und Thumbnail und Skripten. Also ja, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ciao.